möglichst wenig Schritte. He? Wir müssen 3 Fortbewegungsmittel nehmen. Hallo zusammen und willkommen zurück zum Swisscom Takeover mit dem Marc und mit dem Maelo. Ja, und wir sind mittlerweile in Amsterdam angekommen. Ja. Und ready eigentlich für die nächste Challenge, die wir jetzt gegeneinander machen. Momentaner Zwischenstand ist 3 von der hier und 2 für ihn. Ja, ich beginne vor. Wir schauen jetzt mal, was ist der Marcel, die absolute Legende, für eine Challenge mitgebracht hat. Ja. Hallo Jungs. So, jetzt seid ihr schon ein Zeitchen unterwegs. Und ich nehme an, ein bisschen kaputt. Darum habe ich mir eine ganz easy Challenge für euch gemacht. Ihr müsst von A nach B kommen und das in so wenig Schritten wie möglich. Wie machen wir das? Ihr bekommt 30 Euro Budget und müsst mindestens 3 Fortbewegungsmittel wählen. Zum Beispiel ein Trottinett, ein Ross, ein Boot, whatever. Dafür bekommt ihr von Sven, von eurem Kameramann, eine Samsung Galaxy Watch. Die schaut genau, schauen, wie viele Schritte ihr macht. Eine Person von euch bekommt wieder das InOne Mobile Go und die andere Person die muss sich seine Route sonst irgendwie zusammenknüpfen. Also, ich wünsche euch viel Spass bei dieser Challenge. Tschüss zusammen. Oh Mann! Wir müssen 3 Fortbewegungsmittel nehmen. Ja, genau. Mit dem hat man InOne Mobile Go hat eigentlich einen hohen Vorteil. Ja, das kann eigentlich. Da kann einfach schauen, wenn das was fährt oder ja, so. Eben. Oder schauen, wo das Ring ein Velo herbekommt oder irgend so etwas. Machen wir schnell ein Papier, wer das bekommt, wieder mal. Also es geht echt darum, möglichst wenig Schritte, hä? Dann würde ich sagen, komm! Also der Maelo wird die Galaxy Watch brauchen. Ich will das mit einem normalen Schrittenzähler machen auf der App. Hier im Hotel habe ich ja gratis WLAN. Das heisst, ich kann jetzt mal hier schauen, wo sie überhaupt her muss, in welche Richtung. Schon mal das erste Problem. Es zeigt irgendwie das Hotel-WLAN nicht an. Also ich habe jetzt gerade gesehen, dass es das Science Museum ist. Und das ist irgendwo in die Richtung, also ziemlich gerade in die Richtung. Ich würde sagen, ich suche jetzt mal einfach die nächste Straßenbahn und fahre mit der so nach her wie möglich, oder? Gute Taktik. Weg machen wir. Ich hoffe, jetzt kommt gleich mal die Straßenbahn. Kann ich auch noch rein jetzt? Er schüttelt mit dem Kopf, ich kann nicht rein. Hey, das ist unglaublich. Ich habe schon 419 Schritte und ich bin noch nie rein. Ja, 600 schon. Okay, wir sind jetzt am Bahnhof. Also, wie man hier kann lesen kann, braucht es eine Subscription, für das man ein Velo mieten kann. Okay, ich würde gerne ein bisschen schiessen, aber ich habe das dritte Fortbewegungsmittel. Rolltreppen. Ja, das ist perfekt. Du läufst. Das läuft gar nicht gut bis jetzt. Ich bin schon bei 1382 Schritten. Irgendwie muss ich noch dahinter kommen mit dem Fortbewegungsmittel. Es tut mir wirklich leid. Also in dieser Challenge bin ich wirklich eine absolute Enttäuschung. Bei 1883 Schritten. Ja, der Maelo wird es wahrscheinlich viel besser machen. Ich habe den Marc begleitet und jetzt bin ich dran. Ich habe jetzt 0 Schritte. Let's go. Brauchen wir zuerst mal das Taxi. Ich habe jetzt ganze 5 Schritte gemacht und wir kommen dem ganzen Ziel schon näher. Also der Marc hat sicher schon verloren. Schon. Jetzt weiß ich schon. Ich bin jetzt ein paar Schritte gelaufen. Jetzt nehmen wir hier gerade den Tram. Das kommt hier gerade. Das nehmen wir jetzt ein paar Stationen. Und dann steigen wir raus. Und nein, ich versuche irgendwie ein Velo oder ein Boot oder irgendetwas. Hol jetzt schnell hier ein. Marc, ich habe tatsächlich jetzt etwas gefunden, so eine kleine Rikscha hier. Jetzt düsen wir hier durch die Straße von Amsterdam. Ich musste kein Velo mieten. Hier, die Tramhaltestelle. Have a good day. Thanks. Bye. Thanks. Bye. Thanks. Ich mag sehen, ich mache jetzt die paar Schritte. Das ist nur noch das Zückerli. Ja, Marc, damit habe ich 326 Schritte. Was? Was ist schon da dazu? Ich habe schon nur zur Tramstation mehr Schritte gebraucht als du. 4 zu 2, oder? 4 zu 2, es ist peinlich. Also es ist noch eine Stadt. Und die Overall-Challenge. Also, du musst beides gewinnen. Es tut mir leid, alle, wenn ich hier enttäuscht habe. Aber ich habe noch etwas, das ich wieder von meiner Enttäuschung ablenken könnte. Ihr könnt nämlich ein InOne Mobile Go gewinnen. Stimmt, genau. Indem ihr den Link in der Videobeschreibung anklickt. Und mit etwas Glück könnt ihr das InOne Mobile Go, also genau, das Abo, das er jetzt hier... Wo jetzt hat dürfen brauchen, wo alles sehr vereinfacht. Also jetzt zum Beispiel die Navigation in der ganzen Stadt ist wirklich easy gewesen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der letzten Stadt wieder. Wenn uns der Marcel die letzte Challenge übergibt.
Ja, genau. Und wo du musst gewinnen. Wo ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Also sei gespannt, ob ich die nächste Challenge gewinne. Dann sehen wir uns dann wieder. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Und nein, das ist mein erstes Date seit 100 Jahren. Wunderbares Date. Amour. Eternel.